Truppen noch antrainieren. Fuck! Oh, das sieht immer total brutal aus irgendwie, finde ich. Aber das Level nehmen wir noch mit hier. Au. So, nächstes Level. Sandsackboxen, großartig. So gut, na dann, geh erstmal auf Toilette und dann darfst du dich erstmal pennen legen. Was machst du denn da oben, Alter? Okay, ich muss auch dringend mal wieder trainieren. Ah, nee. Leg dich erstmal pennen, dass Energie wieder nach oben geht. Und nö, das mit dem Schlafzimmer, das ist in Ordnung. Das gefällt mir. Naja, man hätte vielleicht... Ja, so schlecht sind die jetzt auch nicht. Ein Schwarz ist zeitlos. Auch wenn jetzt hier die Beistelltücher jetzt ein bisschen mehr oldschool sind, aber egal. Oh, die Kiddies sind wieder da. Krass, so bin ich auch mal von der Schule gekommen. Wobei eigentlich nie umgekehrt, so bin ich zur Schule gegangen. Also zur Schule bin ich anders gekommen, da habe ich mich gefreut. Da konnte ich mich dann rechts setzen und zocken. Also. Naja, die Hausaufgaben, die machst du dann am Abend. Dann, naja, die Hausaufgaben, ach, die machst du dann, weiß ich nicht wann. Irgendwann wurde es immer sehr, sehr knapp, aber ich, ein paar kennen das sicher. Jo! Mal weiter schnell hier. Muss ich denn eigentlich mal wieder arbeiten hier? Oh! Gerade jetzt muss ich arbeiten. Na dann, ab geht's. Ich habe irgendwie übelst wenig Arbeitstage, nochmal 4 Stück. Das ist ein bisschen wenig. Ich würde am liebsten ein bisschen mehr arbeiten gehen, bis mehr Geld reinkommt. Weil es lohnt sich ja wirklich, wenn ich arbeiten gehe. So, ausgezeichnete Arbeit haben wir geleistet. Sind da nicht aufgestiegen. Wahrscheinlich erst beim nächsten Mal dann. Aber immerhin bringt sie schon mal ein bisschen Geld in der Hose, weil es ja nicht verkehrt ist. Moment. Dann hat er auch ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wunderbar. Guck mal, Leistung ist super. Also vielleicht beim nächsten Mal steigt man dann auf. Nächster Arbeitstag ist in 15 Stunden und hier in 16 Stunden. Alles klar. Finde ich gut, dass es ein bisschen identisch ist. Das ist angenehmer dann für mich. Ach du Scheiße, sind die im Arsch. Okay, dann legt euch mal pennen, bitte. Schlafen. Dir geht's ja richtig gut. Aber wieso isst du denn schon wieder was? Mensch, nein. Ist das erstmal nichts. Schlafen. Danach gehst du wieder trainieren. Du darfst dann erstmal, erstmal was essen. Du willst ja eher Muskeln aufbauen und so, dann sollte man ja auch gut essen. Öffnen. Oh, was haben wir da bestimmt noch drin, was Gutes, oder? Ja, hier. Den Gericht nehmen. Und im Anschluss, darfst du den Fernseher anmachen. Und trainieren gehen. Ja, mach halt, weiß ich nicht, Kinderkanal, passt schon. Und Training, ab geht's. Und wie sie alle pennen. Aber cool, guck mal, die benutzen die Decke gar nicht. Die benutzen die Decke. Guck mal, verschiedene Animationen. So, ich mach mal wieder schnell gerade. Ach ja, stimmt, den Hans im Glück wollten wir ja irgendwann nochmal einladen. Das machen wir dann irgendwie mal am Wochenende oder so, ich weiß es nicht. Veröffentlichungsfeier. Beam wurde eingeladen, bei der Veröffentlichungsfeier eines neuen Spiels eine Demonstration vorzuführen. Uiuiui. Das kann dann noch schief gehen. Als das Spiel enthüllt wird, ist Beam ein wenig müde vom ganzen Smalltalk. Doch er hat bereits seit Stunden vor anderen Profis geprallt. Toll. Soll er vor die Menge treten oder die Veranstaltung verlassen und sich den nötigen Schlaf holen? Ja, trotzdem vor die Menge treten, oder? Wahrscheinlich geht das dann wieder schief, aber... Aber einpacken, nur weil man ein bisschen müde ist. Gehen wir es ja peinlich dann. Bestimmt schief. Beam hat nicht umsonst so lange durchgehalten. Er hat bereits müde gespielt und würde es sicher auch jetzt schaffen. Ja, was sage ich doch. Also, ich bitte euch. Dreimal tief einatmen und Beam ist so richtig drin im Spiel und liefert eine fantastische Show ab. Ja, so wie beim Let's Plays, Leute. Leistungsverbesserung ist klein, ne? Das war ganz cool. Wir können natürlich auch drüber nachdenken, dass ich meinen anderen Job mache. Eigentlich mag ich den noch ganz gerne. Ich finde es so schade, dass ich nicht weiter aufsteigen kann. Das ärgert mich ein bisschen. Oder? Nee, ich kann nicht weiter aufsteigen, glaube ich. So, machen wir schnell hier. Mann, mich nervt, dass jetzt irgendwie mal 1000 verschiedene Sachen laufen. Reicht dann, wenn ein was läuft. Was machst du gerade? Du schläfst. Bevor du schlafen gehst, kannst du da bitte nochmal aufräumen. Bitte? Das ist ja cool.
Hat er das jetzt? Ah, ne, der geht erstmal, pennt erstmal noch. So, jetzt müsste aber eigentlich gleich kommen. Liegestütze machen, okay. Das ist schon ein bisschen fies, oder? Oh, bam! Das sah gerade irgendwie gemein aus. Also, das hätte jetzt ja beinahe. Das wurde nicht mehr gehauen. Ey! Okay, leg dich pennen, das kann ich mir nicht angucken. Dina kümmert sich drum. Mami macht das. Schlafen. So, wenn du schlafen hast, wir kümmern uns gleich mal drum. Ah, nö, sonst ist alles super, muss nur pennen. Aber ganz dringend. So, Dina hat Hunger. Und danach das so aufräumen. Das kommt wie im Kühlschrank, das ist ja eigentlich noch gut. Ah, nee. Ja, es ist noch gut, 14 Minuten. Jetzt ist es bestimmt länger gut, ich hoffe es zumindest. Schneller? Ich hoffe mal, dass wir am nächsten Arbeitstag mit den Leuten aufsteigen, das wäre großartig. Und da ist schon wieder was kaputt, ey, das ist nervig. Wie geht's dir? Okay, leg dich wieder pennen. Übelst, das geht irgendwie übelst langsam hier nach oben. Kann das daran liegen, dass das Ding noch läuft? Ich weiß es nicht. So, 2000 Simoleon haben wir wieder. Ja, so langsam geht's hier oben nach Geld, mit dem Geld. Ich meine, wenn wir dann 4 Leute haben, die wirklich gut Geld einbringen und ein bisschen weiter oben in der Karriere sind, dann dürfte das eigentlich dann noch laufen wieder. Aber ich meine, auch mit wenig Geld habe ich es jetzt geschafft, das schon ein bisschen zu verbessern, zumindest hier unsere Etage. Das war etwas cooler. Das Problem ist halt, dass ich jetzt auch wieder schlafen muss und so die ganze Zeit. Jo, Dina, wie geht's dir denn? Wow, Dina geht's dir mal richtig gut. Musst du irgendwie dann arbeiten? Nein, leider nicht. Schade. Was machen wir da, Dina? Noch mehr Sport? Laufen ohne Schweiß, Ausdauerlauf. Okay, dann spiel halt. Mach, was du willst. Ich mach einfach ein bisschen schneller jetzt hier. So, die geht's eigentlich auch wieder gut. Dann kann sie erstmal aufs Klo gehen. Okay, jetzt macht er wahrscheinlich jetzt schon automatisch, hat sich mal verwenden. Okay, dann sollte ich erstmal hier das alles abbrechen. So. Dann noch was essen. Was ist denn euer Problem? Es ist die ganze Zeit dreckig hier, ne? Aber ich komme ja kaum hinterher mit dem Aufräumen irgendwie. Hm. Dann nimm dir mal was. Ach, jetzt hör mal auf rumzumeckern hier. So schlimm sieht's doch gar nicht aus, finde ich. Haben wir denn keine Putze mehr? Weiß es nicht, sollen wir es engagieren? Probieren's einfach mal. Also irgendwas haut ihr nicht hin, die setzen sich nie hin, Leute. Ah nee, das Essen ist schlecht. Das Essen ist schlecht. Wartet mal eben. Hunger. Öffnen. Ist das alles schlecht? Qualität ausgezeichnet. Hau doch hin. Ein Gericht nehmen. Mal sehen, ob sie sich jetzt hinsetzt. Wir werden es ja sehen. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, Bruder geht da auch hin anscheinend. Mal sehen, ob er sich jetzt hinsetzt. Geht doch. So schwer ist es doch nicht, Madame. So, jetzt. Mal gucken. Bam, ganz schön Akku. Wie er rüber guckt, so, ne? Okay. Mal gucken, an der Dina geht's gut. Ja, die geht's auch richtig gut. Spaß müssen wir hochbringen, ja, das kriegt man jetzt schon hin. So, passt. Jetzt nach oben. Und jetzt, Fernseher an bitte erst. Kann auch nicht schauen, wie meinst du, aber im ordentlichen Sportkanal am besten. Und trainieren dazu. Dass der Spaß nach oben geht. Ja, Dina will ja die Luft rauslassen. Oh nee, es ist irgendwie die ganze Zeit hier dreckig. Ich wüsste es auch nicht, wo es hier noch dreckig ist überall. Ich sehe das halt kaum. Ich weiß, hier ist ein Teller. Aber deswegen ist man doch jetzt nicht. Kannst ja mal aufräumen. Mal gucken. Dann kannst du eine Ärgerluft machen.
Probleme bescheren, meinetwegen. Ja, das ist eine nette Mutti, ne? So, immer noch angespannt. Außerdem. What the? Alter Schwede, wenn Frauen unter sich sind, Leute, ich sag's euch, ich gehe mal ein bisschen auf Distanz hier. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Ich riech's bis hierhin. Ist ja witzig, wenn jetzt hier alle so, alle so irgendwie rumstöhnen und meckern würden. So, guck mal, ich bin auch wieder wach. Aber ich bin nur noch ganz gut im Schuss so. Also, es sah schon schlimmer aus. Aber ich hab Hunger. Boah, Leute. Wo denn? Hier ist doch gar nichts. Meine Fresse. Oh, das nervt mich aber langsam. Okay, ich versuche es nochmal in Service zu engagieren. Engagieren? Das ist mehr Spaß jetzt. Hier. Eigentlich sollte das ja schon der Dean machen, aber irgendwie hat das nicht gemacht. So, regelmäßig Haushaltshilfe bitte. Weil der macht das ja dann automatisch alles. Auf jeden Fall gute Laune, das hören wir gerne. Was machst du jetzt? Bist du auf Arbeit? Nee. Ah, du machst jetzt sauber, wunderbar. Ah, da kommt doch wieder der Kollege vorbei, oder? Der hier irgendwie nichts auf die Reihe bekommt. Freitag um 10 auf 5 kommt da jemand, okay. So, das sieht gut aus. Was ist mit dir? Spaß. Kannst du mal bitte hier dran trainieren. Energiegeladen üben, wow. So, Bina, oh, das ist so krass, ey, mit so vielen Leuten. Verwenden. Kann man das noch essen? Essen. Oder? Ja, hier 2 Stunden, das ist noch gut, das reicht. Das passt schon. Dann würde ich mit dir aber auch gerne noch ein bisschen trainieren dann. So, mit dir müssen wir dann aber auch bald auf Arbeit wieder. In 12 Stunden. Also heute zumindest wieder. Oh ne, Toilette ist dreckig, scheiße. Das kannst du mal schnell machen dann. Säubern bitte. Find's aber schön, wie irgendwie immer trotzdem welche beisammen sitzen. Auch wenn sie natürlich nicht gleichzeitig essen, aber... Was natürlich vorbildlich wäre, aber egal. Ich muss eine Stunde zur Schule. Was kann er da machen? Unbedingt will. Ja, um das Bad kümmere ich mich dann schon noch, Leute. Was ich schon wieder trainieren, das gibt's ja gar nicht. Okay, Fernseher anmachen. Da darf der Bina dann erstmal. Nee, mach mal Ausdauerlauf, bitte. So, bei dir ist auch noch alles cool, dann lass die mal an die Grenzen gehen. Also. Bilder mal müssen wir ja erstmal nicht. 10 Stunden insgesamt schocken gehen. Okay, dann müssen wir uns mal drum kümmern hier, Leute. Anstatt an die Grenzen gehen, wenn, na gut, das haben wir jetzt hier, glaube ich. Das machen wir gerade. Oder nee, sind wir energiegeladen? Ich weiß es nicht, glaube nicht. Auf 3 verschiedene Grundstücken trainieren. Okay. Das machen wir dann schon noch. Das machen wir dann schon noch. Ist ja kein Problem, Leute. So, jetzt haben wir gleich das nächste Level hier. Das geht echt schnell nach oben. Okay, Level 3 haben wir erst. Gut. Da ist ja sogar Bina mehr durchdringen. Na gut, Bina hat auch sehr viel mehr Zeit gehabt, ne? So, müssen wir denn auf Arbeit hier mit euch? Nein, wir sind jetzt schon auf Arbeit. Oh nein. Aber ich gehe jetzt lieber auf Arbeit, weil ich hoffe trotzdem, dass wir dann aufsteigen. Jetzt so ein Bildmann halte ich für keine gute Idee. Ihm geht's ja gut eigentlich. Also es geht so, es ist okay. Er ist immerhin selbstsicher. Wollen wir noch schnell einen Snack essen vielleicht mit ihm? Vorsichtshalber. Schnelle Mahlzeit essen. Joghurt, ist mal noch schnell ein Joghurt. So, und dann gehst du auf Arbeit. So hätten wir. So, und auch sie ist schon auf Arbeit. Scheiße, hab ich verpennt. Sportunterricht. Im Sportunterricht muss die Klasse von Kevin Runden laufen. Viele Runden. Um die Ausdauer und das Lungenvolumen auszubauen, so rum. Er hat die erste Runde fast geschafft, als er eine Lücke unter. Ja, das kennen wir doch schon. Na, weiterlaufen. So. Das können wir schon. Jetzt habe ich jetzt verpasst, leider, dass Tina auf Arbeit muss. Ich hoffe, dass sie dann trotzdem aufsteigt, wenn sie wiederkommt. Das ist ja großartig. Das machst du gut.
So, Kinder sind alle wieder aus dem Haus, außer Wiener. Aber die muss dann wahrscheinlich auch bald los. Oh, sie ist gelangweilt. Warten. Okay, brauchen wir die soziale Kontakte, wie es aussieht. Wir können ja mal... Ja, aber die, da kriegen wir nur schlechte Laune wieder, wenn wir ein Dings einladen hier. Den, guck mal, das ist eine andere Hilfskraft. Okay, das ist hier alles dreckig, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wenn du gelangweilt bist, dann repariere einfach mal das Ding hier.